Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute als Predigttext, nachher behandeln wir 1. Mose 27 als 28. Teil unserer Predigtreihe zur Heilsgeschichte. Als Einleitung zur Predigt lese ich allerdings die Vorgeschichte zu diesem Kapitel 27, nämlich noch aus 1. Mose 25, die Verse 23 bis 34. 1. Mose 25, 23 bis 34. Der Herr aber sprach zu ihr, nämlich zu Rebekka, in der Zeit ihrer Schwangerschaft: Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern, und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib, und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitterter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom, was Rot heißt. Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte: Schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, im Hintergrund des heutigen Abschnitts steht das spannende und heiß diskutierte Thema Erwählung und Verwerfung. In der Predigtreihe zur Erwählung vom September bis Oktober 2011 hatte ich das damals schon breit behandelt. Darauf gehe ich in dieser speziellen Weise heute nicht ein. Wer sich das nochmal zu Gemüte führen will, der fange aber bitte ganz vorn an und höre alle Predigten bis zum Schluss. Es wird missverständlich, wenn man nur Teile davon hört. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. So sagt es Gott ganz scharf auch durch seinen Propheten Malachi. Wir haben es als Lesung gehört in Malachi 1, die ersten 5 Verse. Paulus greift später dieses Wort aus Malachi auf in seinen Ausführungen zur Erwählung in Römer 9. Da ist uns wahrscheinlich in der Regel auch bekannt. Mit der menschlichen Logik und menschlichen Erklärungsversuchen scheitern wir an diesem Thema. Die Erwählung Jakobs steht im Zusammenhang mit der Erwählung des Volkes Israel überhaupt. Die hatten wir ja auch schon betrachtet zu 1. Mose 12, 1 bis 3 unter dem Thema Die Juden, das Volk zwischen göttlicher Erwählung und menschlicher Verachtung am 19.3. dieses Jahres. Nach dem Stammvater Abraham, dessen Sohn der Verheißung Isaak, soll nun die heilsgeschichtliche Segenslinie zum Entstehen des auserwählten Volkes über Jakob gehen und eben nicht über Esau. Und das Neue Testament macht ganz deutlich, und deshalb scheitert jeder logische Erklärungsversuch, so klug er sich auch noch anstellen mag, weder Jakob noch Esau können was dafür. Gott sagt, bevor sie Gutes oder Böses getan haben, ich meine, sagt sogar vielleicht unterscheiden konnten zwischen Gut und Böse, habe ich mich entschieden für den einen. Es ist einfach göttliche Erwählung.
Schon im Mutterleib bahnt sich der Streit der Zwillinge an, das hatten wir neulich gehört. Sie traten sich gegenseitig im Mutterleib. Esau kam dann als erster zur Welt, aber Jakob hielt seine Verse, ein Zeichen, dass auch er als erster zur Welt hatte kommen wollen und den Esau an der Verse hielt. Nein, du gehst nicht als erster, ich will erster sein. Esau hatte sich durchgesetzt. Er war der äußerlich stärkere und rauere. Das sah man ihm auch sofort an, schon von der Geburt an. Die Bibel sagt, er war rötlich, ganz und gar, wie ein haariger Mantel. Er erinnerte also der Behaarung nach bei seiner Geburt eher an einen jungen Orangutan. Der Unterschied ihres Wesens bestätigt sich, als sie älter werden. Esau wird ein Mann der Jagd und des Feldes. Er verbringt einen Großteil des Tages draußen, fern von den Zelten, ganz im Gegensatz zu Jakob. Die Elberfelder sagt über ihn, die Revidierte, er war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Wobei das nicht wirklich die Sache trifft. Der griechische wie auch der hebräische Begriff haben eine andere Bedeutung. Sie benennen die Gradlinigkeit, Einfalt, Unschuld und Wahrhaftigkeit des Wesens. Es geht also nicht um gesittet, wie die Revidierte Elberfelder sagt, oder sanft, wie Luther sagt. Beide treffen den Punkt nicht. Jakobs Wesen war Gradlinigkeit und Wahrhaftigkeit. Das ist die exakte Bedeutung der Begriffe. Esau scheint eher der Draufgänger und Papas Liebling, Jakob Rebekkas Muttersöhnchen gewesen zu sein, wenn man es mal ein bisschen schlagwortartig skizziert. Denn Isaak aß gerne Wildbret und Rebekka bevorzugte die Art Jakobs gegenüber dem rauen Wesen des Esau. Wie oberflächlich, diesseitig und wenig göttlich Esau interessiert war, zeigt der leichtfertige Verkauf seines Linsengerichts, seines Erstgeburtsrechts. Jakob hatte sich gerade einen Topf Linsen gekocht, da kommt Esau total erschöpft zurück vom Feld. Er sieht, dass bei Jakob was in der Pfanne brutzelt. Was es ist, interessiert ihn gar nicht, auch das ist interessant, er fragt gar nicht, was hast du da eigentlich? Er sieht nur, dass es rot ist in der Pfanne und sagt, lass mich schnell essen von dem Roten. Da. Die Bibel betont sogar zweimal das Rote da. So schnell ist der Jakob allerdings nicht. Der sieht nämlich seine Chance gekommen. Der kennt seinen Bruder. Der weiß, dass sein Bruder mit geistlichen Dingen nicht viel am Hut hat. Aber er hat auch aufmerksam und mit offenem Herzen zugehört, wenn Isaak und Rebekka von den Verheißungen gesprochen haben, die Gott Abraham, Isaak und ihren Nachkommen gegeben hat. Und Jakob will ganz im Gegensatz zu seinem Bruder Esau in diesen Verheißungen leben. Und deshalb ist Jakob am Erstgeburtssegen, auf dem diese Verheißungen ruhen, höchst interessiert. Schon im Mutterleib hatte er ja um dieses Erstgeburtsrecht gekämpft, wohl noch gar nicht wissend, was er da eigentlich tat. Jetzt sieht er seine Stunde gekommen und er macht Nägel mit Köpfen. Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Jakob handelt ganz biblisch, wir wissen, das heute spielt eine große Rolle, auch bei der Frage der Entscheidung für Christus. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, sagt der Volksmund entsprechend. Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Sehr zielstrebig, man möchte fast sagen, gnadenlos verfolgt Jakob sein Ziel. Er gibt Esau keine Bedenkzeit und sagt, hier ist das Essen, da das Erstgeburtsrecht. Willst du essen oder nicht? Esau braucht keine Bedenkzeit. Esaus Interesse gilt dem Vergnügen und dem vollen Bauch. Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Dieser Gedanke Esaus zeigt, dass es beim Erstgeburtsrecht wohl nicht ums irdische Erbe ging, dass der Erstgeborene mehr erbt,
dann wäre ja der Gedanke Esaus nichtig gewesen. Es geht beim Erstgeburtsrecht und Erstgeburtssegen um die geistliche Verheißung, um eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Esaus Sinn aber ist allein aufs Irdische gerichtet. Über den Tod hinaus reicht sein Blick nicht. Über den vollen Bauch auch nicht. Der Erstgeburtssegen ist ihm nicht mehr wert als eine einzige warme Mahlzeit. Und ich hatte gesagt, Jakob macht Nägel mit Köpfen. Er lässt jetzt nichts anbrennen. Bevor er die Linsen rausrückt, fordert er Esau nochmal auf: Schwöre mir heute. Jetzt, in diesem Augenblick. Und Esau schwört, dass er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht an Jakob abtritt. Und da reicht ihm Jakob dann gerne die Linsen und auch noch großzügigerweise ein Stück Brot dazu. Beide sind zufrieden, beide haben, was sie wollen. Der moderne Manager würde sagen, eine typische Win-Win-Situation, beide haben gewonnen. Ja, aber eben nur vordergründig, denn Esau war der große Verlierer. Aber das begreift er erst später. Nämlich, als sich sein Vater Isaak dem Ende nahe sieht, das beginnt dann Kapitel 27. Isaak war alt und blind geworden. Die Bibel sagt uns, als seine Söhne geboren waren, war er 60. Unmittelbar vor Kapitel 27 lesen wir Verse 34, 35, Kapitel 26, dass Esau mit 42 Jahren Frauen aus den Hethitern, also heidnische Frauen, heiratete. Auch darin sieht man seinen gottlosen Wandel, dass er nicht fragt, wie seine Familie sich fortsetzt und wo da ein geistlicher Bezug ist. Nun war Isaak also mindestens 100 Jahre alt und seine Augen trübe, sodass er nicht mehr sehen konnte. Allerdings dauert es wohl noch ein Weilchen bis zu seinem Tod, denn er wurde 180. Und darüber wird erst in Kapitel 38 berichtet, da bis dahin passiert noch einiges. Isaak hat, wie sein Vater Abraham, rechtzeitig die Dinge geregelt, damit nichts aus dem Ruder läuft. Ja? Weiser Voraussicht, vorausplanend gehandelt. Und so ruft er seinen Erstgeborenen Esau, um ihm rechtzeitig den Erstgeburtssegen zu erteilen. Dass Esau diesen Erstgeburtssegen längst an Jakob verscherbelt hat, davon weiß Isaak nichts. Dass der Herr Esau verworfen und Jakob der Segensträger sein sollte, auch das muss Isaak nicht notwendigerweise in Deutlichkeit klar gewesen sein. Calvin geht davon zwar aus und sieht hier überhaupt auch einen Ungehorsam Isaaks Gott gegenüber, dass er gegen Gottes Entscheidung den Esau segnen wollte. Habe ich aber Zweifel an diesem Verständnis, denn über die Erwählung Jakobs hatte Gott mit Rebekka geredet. Es mag durchaus sein, dass Rebekka mit ihrem Mann darüber gesprochen hat. Die Bibel sagt uns aber nicht, dass Isaak diesbezüglich eine direkte Offenbarung, ein direktes Reden Gottes empfangen hat. Und allein auf das Wort der Frau hin, ohne eigene Weisung vom Herrn, seinem geliebten Esau den Erstgeburtssegen zu verweigern, konnte man von Isaak nicht wirklich erwarten. Der Segen soll im angemessenen feierlichen Rahmen erteilt werden und dazu schickt Isaak seinen Sohn Esau auf die Jagd. Der soll ihm noch einen Leckerbissen von der Jagd bringen, bevor er ihn segnet. Und Esau macht sich auch unverzüglich auf den Weg. Rebekka hat die Sache mitbekommen. Sie eilt zu Jakob. Der hatte seine Mutter über seinen Kauf des Erstgeburtsrechts längst informiert. Interessant ist, beide gehen offenbar davon aus, dass Isaak dieses vermeintliche Win-Win-Geschäft anders beurteilen und ihm seinen Segen nicht erteilen würde. Deshalb muss nachgeholfen werden. Jakob soll schleunigst zwei gute Ziegenböckchen herbeischaffen. Aus ihnen will Rebekka eine kulinarische Köstlichkeit zaubern, die Isaak von Wildbret nicht wird unterscheiden können. Kommt ja auch ganz stark auf die Frage des Einlegens, der Zubereitung und so weiter an, wie es dann schmeckt. Und damit soll Jakob dann zu Isaak gehen und an Esaus Stelle den Erstgeburtssegen empfangen.
Denn Esau wird, wenn er nicht extrem schnellen Jagderfolg haben sollte, erst mal etliche Stunden weg sein. Und diese Zeit gilt's zu nutzen. Jakob hat einen Einwand. Esau ist ein stark behaarter Mann. Er nicht. Und er sagt seiner Mutter, wenn Isaak mich betastet, dann wird ihm der Schwindel sofort auffallen. Ich habe eine glatte Haut. Merkt er ja sofort. Rebekka beruhigt ihn. Auch daran hat sie schon gedacht. Ja, sie hat wirklich an alles gedacht. Während die Ziegenböckchen in der Pfanne schmoren, holt sie eines von Esaus getragenen Gewändern und zieht es Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen zieht sie dann über seine Hände und seinen offenen Hals. Wenn Ziegenfell geeignet ist, die Behaarung des Esau repräsentativ darzustellen, bekommen wir nochmal eine Vorstellung davon, wie behaart Esau wirklich war. Und so ausgerüstet drückt Rebekka schließlich Jakob den Braten in die Hand und schickt ihn damit zu Isaak. Jakob begrüßt seinen Vater mit der Lüge: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Wir wissen, und ich weise heute schon darauf hin, Gott lässt seinen Kindern und Leuten manches durchgehen, aber manche Sünde wird auch wieder gestraft. Jakob wird später selbst ein Opfer von Lüge und Täuschung. Also auch wenn Gott nicht unmittelbar gleich rügend eingreift und Gottes Wort Fehlverhalten und Sünde nicht sofort als solche benennt, im Gesamtzusammenhang der biblischen Berichte und Ereignisse spricht Gottes Wort eine klare, macht Gottes Wort eine klare Aussage. Der Vater Isaak ist überrascht über den schnellen Jagderfolg seines Ältesten. Wie hast du so schnell gefunden, nämlich das Wild, mein Sohn? Jakob reagiert mit einer nicht hinterfragbaren, frommen Antwort: Weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da ist man ja immer dann sprachlos, gell? Bei so einer frommen Begründung. Na denn, wenn so viel Segen des Herrn auf der Sache liegt, ob dem Jakob in den Sinn gekommen ist, dass er hier vielleicht den Namen des Herrn missbraucht? Isaak ist noch nicht restlos überzeugt. Er bittet Jakob, an ihn heranzutreten. Und jetzt kommt, was sowohl der kluge Jakob als auch seine Mutter vorhergesehen haben: Der Vater betastet ihn sorgfältig und stellt verwundert fest, die Stimme ist Jakobs Stimme. Aber die Hände sind Esaus Hände. Der Vater ist irritiert. Aber das Ziegenfell an Jakobs Händen und Hals verhindert, dass der Schwindel hier auffliegt. Isaak lässt sich den Braten reichen und dazu Wein, er isst und trinkt. Aber der Zweifel ist noch nicht überwunden. Er sagt zu Jakob: Tritt heran und küss mich. Es geht Isaak wohl weniger um den liebevollen Kuss des Sohnes gegenüber dem Vater, als um einen weiteren getarnten Test. Als Jakob sich zu ihm beugt, nimmt Isaak eine gute, kräftige Brise vom Geruch, den der da vor ihm steht, ausströmt. Auch daran hatte Rebekka gedacht, deshalb hatte sie ihm die Kleider Esaus angezogen. Und damit verfliegen die letzten Zweifel: Isaak, siehe, der Geruch meines Sohnes. Esau, denkt er ja, ist wie der Geruch des Feldes, auf dem sich der Esau üblicherweise rumtreibt, das der Herr gesegnet hat. Und so spricht Isaak nun von allen Zweifeln befreit Jakob den Erstgeburtssegen zu. Schauen wir uns den mal näher an. Beim ersten Teil geht es um die Fruchtbarkeit der Ernte. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Mit Most ist nicht die schwäbische Spezialität der gegorene Apfelsaft gemeint, sondern der unvergorene Traubensaft, der dann aber selbstverständlich zu Wein vergoren wird. Anders wäre der Traubensaft nicht haltbar. Nach diesem Erntesegen kommt dann der eigentliche heilsgeschichtliche Erstgeburtssegen. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter.
die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Dieser Segen ist gewaltig. Er kann missverstanden und missbraucht werden, wenn man ihn von der Beziehung Israels zu seinem Gott losreißt. Der Segen Gottes ist eine wirkmächtige Zusage, aber auch kein Selbstläufer. Er basiert auf dem bleibenden Vertrauen und Gehorsamsverhältnis zu Gott. Aber wenn Israel in der lebendigen Beziehung zu Gott bleibt, dann wird es unter diesem Segen stehen. Wir wissen aber, wenn Mose vor der Landnahme dem Volk Israel vorstellt, Segen oder Fluch. Seid ihr gehorsam, werdet ihr gesegnet sein. Seid ihr dem Herrn nicht gehorsam, wird euch der Herr wieder aus diesem Land vertreiben. Nochmal, der Segen Gottes ist wirkmächtige Zusage, aber kein Selbstläufer. Er hebt die Notwendigkeit des Gehorsams nicht auf. Aber selbst wenn nicht, wenn sein Volk nicht gehorsam sein wird, dann wird Gott diesen Segen zwar aussetzen und zeitweise in Fluch verwandeln, aber die Erwählung Israels und seine Bestimmung, dass es diese Fülle des Segens erreicht, bleibt bestehen, denn Gottes Treue ist unverbrüchlich. Völker sollen dir dienen. Es erregt bis heute viel Unmut, dass Gott seinem auserwählten Volk Israel, den Juden, so eine herausragende Stellung unter den Völkern gibt. Aber es ist Gottes Gnadenwahl. Und es ist nicht klug, sich dagegen zu stellen. Denn Fluch und Segen bindet Gott auch für die übrige Menschheit an die Haltung seinem Volk Israel gegenüber, bis heute. Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet. Wir müssen deshalb bei weitem nicht alles gutheißen, was vom Volk Israel oder Vertretern und Angehörigen dieses Volkes gesagt und getan wird. Aber eine grundsätzliche Feindschaft diesem Volk gegenüber wird den Fluch Gottes auf sich ziehen. Eine grundsätzliche, segnende, liebevolle Haltung dagegen zu diesem Volk wird den Segen Gottes auf sich ziehen. So gesegnet verlässt Jakob das Zelt des Vaters und läuft geradewegs seinem Bruder Esau über den Weg. Dieser hatte überraschend schnell binnen weniger Stunden Jagderfolg und beginnt unverzüglich dem Vater das begehrte Wildbret zuzubereiten. Aber welche Überraschung, als Esau freudig dem Vater das Wildbret bringt, fragt dieser irritiert: Wer bist du? Esau, seinerseits nun verwundert über die Frage des Vaters, stellt bestimmt fest: Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. Jetzt erschrickt Isaak und beginnt die furchtbare Täuschung zu ahnen. Wer war denn der andere, der mir gerade Wildbret brachte und Segen empfing? Und er fügt sofort hinzu, Vers 33, er wird auch gesegnet bleiben. Ganz wichtig, er wird auch gesegnet bleiben. Ich weise ja immer wieder darauf hin, Segen ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch oder ein guter Gedanke. Segen, wie er hier in göttlicher Vollmacht von Isaak auf Jakob gelegt wird, ist und wirkt, was er sagt. Das ist eine verbindliche und wirkmächtige Zusage, die nicht mehr zurückgenommen werden kann. Segen hat fast dingliche Eigenschaften. Und so wie ich einen bestimmten kostbaren Ring nicht zweimal verschenken kann, so kann ein bestimmter Segen, nämlich dieser spezielle Erstgeburtssegen des Isaak, für die nächste Generation nicht zweimal, sondern nur einmal vergeben werden. Und er ist vergeben, gültig, wirksam. Nun beginnt auch Esau zu ahnen, was geschehen ist. Da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen. Diese heftige Reaktion des Esau muss eigentlich überraschen. Das Erstgeburtsrecht war ihm doch bisher erbärmlich wenig wert gewesen. Für einen Topf Linsen hatte er es verscherbelt.
Was beklagt er sich jetzt? Woher dieser Sinneswandel? Nun, ich persönlich vermute, dass der übermäßige Zorn Esaus gar nicht so sehr dem entgangenen Segen gilt, als vielmehr, dass man es gewagt hat, ihn, Esau, zu betrügen. Es ist der gedemütigte Stolz und die verletzte Eitelkeit, die sich hier empören. Dass ihn ein anderer ernsthaft übervorteilt hat, das will er nicht hinnehmen, das kann er nicht stehen lassen. Und deshalb will auch er gesegnet werden, damit er nicht mit der Vorstellung leben muss, ihm sei etwas vorenthalten worden. Er ist schließlich Esau, der Draufgänger, der sich nimmt, was er will. Dass er etwas nicht bekommen sollte, was ihm seiner Meinung nach zusteht, ist für ihn nicht hinnehmbar. Dabei ist völlig egal, ob es sich ums Erstgeburtsrecht oder um einen Topf Linsen handelt. Es geht Esau ums Prinzip. So kann man mit ihm nicht umgehen, so abgehalftert kann man ihn nicht stehen lassen. Deshalb kocht er vor Zorn. Isaak klärt ihn auf, ja, dein Bruder ist mit Hinterlist gekommen und hat deinen Segen genommen. Aber dieser Segen ist damit jetzt wirklich weg. Esau kapiert die Dinge nicht wirklich. Heißt er darum, Jakob der Hinterlistige, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat? Dabei entgeht Esau in seinem Zorn und Stolz eine nicht unwesentliche Kleinigkeit. Ihn, den Esau, hat Jakob überhaupt nie betrogen. Jakob hat wohl seinen Vater getäuscht und sich den Erstgeburtssegen von diesem erschlichen. Aber er hatte ihn zuvor rechtmäßig unter Eid von Esau erworben. Esau hat also nicht den allergeringsten Grund, seinem Bruder Jakob Betrug vorzuwerfen. Aus freien Stücken hatte er diesem das Erstgeburtsrecht und damit auch den Erstgeburtssegen verkauft, den er ja für so gut wie wertlos hielt. Ein Empfinden eigener Schuld und Verantwortung hat Esau nicht im geringsten. Und das, liebe Geschwister, ist ein Zeichen, ein typisches Kennzeichen total verstockter Sünder. Total verstockter Sünder. Es ist wichtig, dass wir hier einen Blick auf Hebräer 12, 16 und 17 werfen. Die dortige Aussage macht vielen Menschen große Mühe. Und ich muss sagen, die Befassung mit dem heutigen Gotteswort lässt mich die Dinge dazu klarer sehen, als das bisher der Fall war. Hebräer 12 lesen wir die ernste Mahnung, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Und jetzt kommt der Satz, der so manchem Not macht, wisst aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Nun macht vielen Menschen, die mit vergangener Sünde kämpfen, große Not bis tiefste Verzweiflung, dass Menschen nach dieser Aussage ihre Sünden unter Tränen bereuen und Umkehr suchen, so wird man es zumindest allgemein verstanden, aber es nicht mehr geht. Und da fragen diese Menschen, und diese Fragen wurden auch schon mehrfach an mich herangetragen, woher weiß ich, dass ich nicht in dieser Situation bin, die hier Hebräer 12, Vers 17 beschreibt. Nun weise ich in der Regel darauf hin, das wesentliche Werk des Heiligen Geistes ist die Sündenerkenntnis. Wo ein Mensch seine Sünde als solche erkennt und bereut, da wirkt glasklar der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist an jemanden wirkt, dann ist die Möglichkeit der Umkehr für ihn noch nicht vorbei. Sonst hätte der Heilige Geist sein Wirken eingestellt. Das ist meine tiefe Überzeugung, aber ich gebe zu, diese Aussage in Hebräer 12, Vers 17, hat es mir mit dieser Überzeugung nicht immer leicht gemacht. Von unserem heutigen Gotteswort her wird es leichter. Denn es zeigt, dass wir die Aussage in Hebräer 12 nicht missverstehen dürfen, das aber allzu schnell tun. Dort ist zwar gesagt, dass Esau unter Tränen suchte.
Und das wird von unserem Kapitel 1. Mose 27, Vers 38 ausdrücklich bestätigt. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Die entscheidende Frage ist aber, was suchte er? Hebräer 12 sagt Raum zur Buße. Der griechische Begriff an dieser Stelle ist tatsächlich auch der neutestamentliche Fachbegriff für die Sinnesänderung, die sich nun Jesus zuwenden will. Und da rührt sicher auch das verbreitete Missverständnis her. Aber so spezifisch dürfte dieser Begriff hier nicht gemeint sein. Wir begegnen dieser Tatsache immer wieder, dass biblische Fachbegriffe an manchen Stellen nicht so fachspezifisch gemeint sind, wie sie allgemein verwendet werden. Er meint hier vielmehr die Reue im allgemeinen Sinn. Eine Sinnesänderung im ganz allgemeinen Sinne. Adolf Schlatter bringt es in seiner Auslegung zu Hebräer 12, 17 trefflich auf den Punkt und sagt, das Unzählige in jener Reue ist gerade dies, dass all ihr Elend den Trotz doch nicht bricht und das Begehren doch darauf gerichtet bleibt, weg von Gott. Wenn wir nämlich nun sowohl Hebräer 12 wie das Alte Testament anschauen, dann sehen wir, die Reue Esaus gilt nicht seiner Sünde und Gottlosigkeit. Wir sehen im ganzen Kapitel 1. Mose 27 keine einzige Aussage des Esau, die eine Erkenntnis seiner Sünde und ein echtes Leiden an seiner Sünde zum Ausdruck brächte. Nein, die Empörung Esaus und seine Tränen gelten nicht seiner Sünde, sondern lediglich deren Folgen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir können deshalb den Menschen sagen, wenn ihr eine echte Reue über eure Sünden habt und wirklich die Gnade Gottes und die Gemeinschaft mit ihm sucht, dann vergleicht euch nicht mit Esau, dann seid ihr in einer ganz anderen Situation. Dann bezieht sich Hebräer 12, 17 keinesfalls auf euch. Denn hier ist die Rede von einem Menschen, der nicht von der Sünde los sein möchte, sondern lediglich ihre Folgen nicht tragen will. Hier ist die Rede von einem Menschen, der nicht die Gemeinschaft und die Liebe Gottes sucht, sondern der lediglich der Hölle entfliehen will. Aber das eine ist nicht notwendigerweise gleichbedeutend mit dem anderen. Und deshalb greift eine Verkündigung, die vor allem vor der Hölle warnt, auch zu kurz, so wichtig diese Warnung zweifellos ist. Aber wer nur der Hölle entfliehen will, der muss noch nicht wirklich von der Liebe Gottes gezogen sein. Das sehen wir bei Esau ganz genau. Von Zerknirschung über die eigene Sünde keine Spur. Mit weinerlichem Trotz fordert er sein Recht ein, das er doch für ein Linsengericht längst verkauft hat. Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater, segne mich, auch mich, wir sehen fast wie ein kleines Kind. Ja, ich will auch haben. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Er zerfließt in Selbstmitleid beim Gedanken, hinter seinem Bruder Jakob zurückstehen zu müssen. Das ist so ziemlich alles, was ihn treibt. Sein Vater kann ihm denn auch keinen wirklichen Segen mehr zusprechen. Was Isaak seinem Sohn vielmehr zusagt, ist eher trauriges Los denn Segen. Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Das ist eher ein Urteilsspruch, eher ein Wort des Fluchs als des Segens. Die Fruchtbarkeit der Ernte, die Jakob zugesagt ist, wird an Esau vorbeigehen. Fern davon wird er sein Dasein fristen müssen. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Esau brachte es dennoch zur Stärke. Wir sehen auch, dass wir die Gottesworte nicht zu vordergründig und oberflächlich sehen dürfen, dass er seinem Esau brachte es erstens zur Stärke und aus dieser Stärke auch zu einem gewissen Wohlstand. Und dass er seinem Bruder dienen müsse, galt überhaupt erst später für seine Nachkommen. Für Esau selbst nicht. Als Jakob von Laban zurückkommt, muss er seinen starken Bruder fürchten. Von Herrschaft des Jakob über Esau keine Spur.
Und dann fügt Isaak noch ein spannendes Wort hinzu. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Halse wegreißen. Wovon soll sich Esau losmachen? Wenn das Wort Gottes und der in göttlicher Vollmacht gesprochene Segen die Dinge doch verbindlich und wirkmächtig regelt, eben von diesem Wort Gottes. Das griechische Wort für losmachen heißt ganz und gar lösen, zerstören, abbrechen. Esau kann sich dem Ratschluss, der Ältere soll dem Jüngeren dienen, beugen und sich unters Wort Gottes stellen in Demut. Dann wird er unter dem Erstgeburtssegen Jakobs gebunden sein, aber er hätte nicht sämtliche Brücken zum Herrn abgebrochen. Oder er kann sich ganz und gar von Gott lösen, was er im Grunde schon längst getan hat. Er kann jede noch bestehende Brücke abbrechen und dann, wenn er sich vom Willen Gottes und seinen Ordnungen völlig losgemacht hat, kann er sich auch vom Joch, das Gott ihm auf den Hals gelegt hat, losreißen in der konsequenten Auflehnung gegen Gott selbst. Für genau diesen Weg hat sich Esau schnurgerade entschieden. Wir lesen in Vers 41, und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens und sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Wir sehen, von Reue, von geistlichen Gedanken, nicht die allergeringste Spur. Hier spricht ganz unverhohlen der Geist des Kain, der Geist des gottlosen Brudermörders aus Esau. Nur wer auf diesem Weg bleibt, auf dem Weg schnurgerade weiter weg von Gott, der hat keinen Raum zur Umkehr. Wer aber vom Geist Gottes zur Erkenntnis geführt wird, ich bin auf dem falschen Weg, ich bereue meine Sünde, ich suche nicht nur der Hölle zu entkommen, ich möchte vielmehr ernsthaft und ehrlich in der Liebe Gottes und in der Gemeinschaft mit Gott leben, für den ist es nicht zu spät. Und den lädt Jesus auch jetzt und heute ein, wenn wir das Lied singen, komm, ruft Jesus, gib mir deine Sorgen. Dann dürfen wir jetzt diesem Ruf Jesus folgen und sagen, ja Herr, sei du mein Heiland. Amen.